1. Februar 1758 in Grimmesmühlen geboren wurde, hatte die Stadt ihre seit dem Mittelalter vorgegebenen engen Grenzen noch nicht gesprengt. Der Geburtsort Gotthard Ludwig Kosegartens litt noch immer unter den Nachwirkungen des 30-jährigen Krieges und war innerhalb der letzten 100 Jahre von 4 verheerenden Großbränden heimgesucht worden. Nach Grimmesmühlen war die nächste Lebensstation eigentlich Greifswald, wo Kosegarten 2 Jahre studierte. Weil sein Vater das Studium nicht mehr finanzieren konnte, musste er dann aufhören. Er war dann in 5 Orten Hauslehrer, in Bergen auf Rügen, in Boldewitz, eine ganz wichtige Station für ihn auch, dann in Reetz bei Rostock, in Zansebur bei Stralsund und Gösemitz, wo er auch seine spätere Frau dann kennenlernte. Er hat in Bützow schon seinen theologischen Doktor gemacht. Er hatte dann das Glück, nach Wolgast berufen zu werden. Nach Wolgast kam dann Altenkirchen. Und letzte Station war dann Greifswald, wo er Professor und auch Universitätsrektor war. Zwischendurch hatte er in Rostock auch noch seinen Doktor gemacht, 1793 promoviert. Aber er fiel in Vergessenheit. Heute, wo Deutschland wieder zusammenrückt, werden seine Gedanken wieder aktuell. Seit Anfang September 1818 musste er die meiste Zeit im Bett zubringen. Sein Sohn aus Jena, inzwischen Professor der Orientalistik, heiratete in Greifswald. Kosegarten war zu schwach, die beiden zu trauen. Die Schmerzen nahmen zu, wurden unerträglich. Er starb am 26. Oktober, morgens 4 Uhr. Für seinen letzten Aufenthalt in Altenkirchen hatte er sich gewünscht, an der Südseite der Kirche begraben zu werden. Und wenn Sie genau hinschauen, ist es nachher nicht Kosegarten, sondern es ist ein Stück Mecklenburg-Vorpommern. Alle mal zum Wohl. Thank you.
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Die Wesensart des hier 1758 geborenen und in 17 Kinder- und Jugendjahren aufgewachsenen Gotthard Ludwig Kosegarten kennenzulernen. Franz Schuberts Musik wird dazu harmonisch erklingen, denn der Komponist aus Wien hat 22 Gedichte Kosegartens bereits als 16-Jähriger vertont. Immerhin ist Grevesmühlens Sohn Kosegarten mit mehr als 50 Werken in die Literaturgeschichte eingegangen. In Weimar war er für Goethe, Schiller und Herder auch durch den Briefwechsel mit ihnen kein Unbekannter für die Klassiker. Ehrt sein Wollen und sein Streben, wie sein Dichten und sein Tun. Diese Verse hat Goethe dem Kosegartensohn Johann Gottfried Kosegarten zuliebe als Grabinschrift für dessen Vater gewidmet. Johann Gottlieb Kosegarten war als Orientalist in Jena sehr hilfreich für Goethes Dichtung westöstlicher Divan. Die Komponisten Mozart, Beethoven und natürlich Schubert gehören zu seinen Zeitgenossen. Die Maler Philipp Otto Runge, einst Kosegartens Schüler in Wolgast, und Caspar David Friedrich, von Kosegarten wohl angeregt, wie wir noch hören werden. Auch der Architekt Schinkel hat für die heute noch wunderschöne Kapelle in Fitt wohl die Ideen und Skizzen geliefert. Unsere Heimat ist die Nähe des Meeres. Gewiss eine sehr wohltätige Nachbarschaft, wohltätig für unsere Gesundheit. Denn dieses wandelbare Element ist, wie ihr seht, keinen Augenblick in Ruhe. Unablässig wallt und wogt und strudelt es, nötigt Vermöge seines mächtigen Zuges das tausendmal feinere und dünnere Element der Luft seinen Strömungen zu folgen und befördert auf diese Weise deren Frische und Federkraft zum höchsten Vorteile für jedes tierische Leben. Wohltätig ist die Nähe des Meeres für unseren Unterhalt. Würde auch jene stille Uferschlucht wohl bewohnt sein ohne die Nähe des Meeres? Der erste Vorzug unserer Heimat ist nach meinem Gefühle deren Abgeschiedenheit und Stille. Eben dies, was so manchen verwöhnten Gaumen ein Mangel und eine Beraubung dünken mag, eben dies, dass wir vom Geräusche der Welt getrennt, dass wir von den größeren menschlichen Vergesellschaftungen durch Ströme und Gewässer abgesondert wurden, dass wir im stillen Schoße der Natur uns selbst und unseren Pflichten und unsere Bestimmung ohne Zwang und Störung leben können. Eben dies deucht mir einer der schätzbarsten Vorzüge und eine der dankenswertesten Annehmlichkeiten unserer Lage. Kosegartens Urteil über seine Lebensverhältnisse in Grevesmühlen lautet: Ich bin geboren und aufgewachsen in einer Gegend unseres deutschen Vaterlandes, die mehr das materielle Leben zu begünstigen taugt als das Ideale. Wahrhaftig berühmt und fast eines Gedenksteins würdig sollte er sein, weil wir seinem Tagebuch aus seinem 14. Lebensjahr die Tatsache verdanken, dass am Kirchplatz, am Küsterhause in Grevesmühlen, im Jahre 1772 ein Tannenbaum gebrannt hat. Klammer auf, nicht der Tannenbaum hat gebrannt, aber die Kerzen an dem Baum. Der erste für Norddeutschland nachgewiesene überhaupt. Aus Wallfahrt nach dem lieben Hamburger Berge.
unvergesslich sei mir die Hambergshöhe. Nie müsse die Welle Vielbecks des Glockensees seine Wurzeln erwühlen. Nie verdorre das Dorngebüsch auf seinem nackten Scheitel. Der grüne Wald, der seinen braunen Rücken beschattet, woge ewig Himmel an. Und die falsche Verfeinerung dringe nie zu den friedlichen Hütten, die in seinen Talen siedeln. Morgen jährt sich der 250. Geburtstag von Gotthard Ludwig Kosegarten, der hier in Grimmesmühlen geboren ist und dem wir diese heutige kleine Feierstunde gewissermaßen widmen. Anlass ist, dass die Büste von Kosegarten, geschaffen von Heinrich Bodenberger, jetzt im Foyer des Museumshauses steht. Und rechter Hand ist eine Tafel angebracht worden, die auf Initiative von Herrn Löck und von Herrn Lederer, den Musik- und Literaturfreunden hier aus Grimmesmühlen, in Auftrag gegeben worden ist und auch hier angefertigt worden ist. Und linker Hand dann die Tafel für Rudolf Karstadt und Luise Reuter. Drei Persönlichkeiten, die also hier in Grimmesmühlen geboren sind und von hier aus in die Welt gezogen sind. Wir wollten seitens des Heimatvereins einfach Vordenker sein in puncto Ehrungen für Kosegarten. Die erste Seite des Stammbuches von Kosegarten, und das ist das erste Mal eigentlich, dass jetzt in Grimmesmühlen aus dem Stammbuch zitiert wird, ist überschrieben mit An meine Freunde, ein Gedicht von Kosegarten. Noch blüht mein jugendlich Leben, wie Frühlingsmorgen rot heiler. Mir tagt die Sonne im frischesten Maienfrüh. Auch brennt mir mächtig im Busen der Gedanke, reißend wie Donner im Schlachtgewühl, dass jünglich ich bin und frei. Ich fühl's und fühle den Adel der deutschen Seele und fühle für Zärtlichkeit der Tugend vollbürtige Schwester. Auch habe ich Freunde gefunden in Grimmesmühlens heimischen stillen Tal, an der Warne, am Balthus, am Rick. Und Mädchen habe ich gefunden, Töchter des Schöpferhaus, silberlockt, süß und mild und rein an Busen und Seele. Fern irre ich jetzt von der Warne, vom Wald, von Grimmesmühlens heimischer Flur. Bald fern auch vom düstern blauen Rick empor. Und unter diesem Gedicht steht dann als Widmung noch Euer auf ewig, ein Wahlspruch. Kosegarten hat den Namen Grimmesmühlens in die deutsche Literaturgeschichte eingebracht. Die Weimarer Klassiker standen mit dem Rügener Dichter, dem Theologen und Greifswalder Professor in Briefwechsel. Kosegarten ist und bleibt der poetische Künder der landschaftlichen Schönheit. Der landschaftlichen Schönheit seiner Heimatstadt Grimmesmühlens und der Insel Rügen. Anlässlich der 250. Wiederkehr seiner Geburt möchten wir zur Erinnerung und zur Information der Stadt und ihrem Museum diese Mappe übergeben. Ich möchte mich ausdrücklich auch im Namen unserer Museumsleitung
für diese Gabe bedanken. Meine Heimat, holdes Bildnis, angedenken, lieb und süß. In dem Sinne. Herzlichen Dank an den Heimatverein, die Publikationen zu Kosegarten so aufzuarbeiten, aufzubereiten, dass sie in ganz Mecklenburg gezeigt werden können. Wir besuchen den 18-jährigen Studenten an der Universität in Greifswald. Wie fandest du eigentlich deine ehemalige City Luft? Grübesmühlen war voll cool, aber auch ganz schön krass. Ist nämlich ein paar Mal abgefuckt. Hattet ihr zu Hause viel Knete und wo habt ihr, ich meine, du und deine Family gewohnt? Also ich würde es mal so sagen. Sehr viel Knete, um allerlei Blödsinn zu kaufen, hatten wir natürlich nicht. Aber es hat für uns alle gereicht. Groß geworden bin ich in einem kleinen Häuschen am Kirchplatz. War recht gemütlich, aber auch sehr eng. Ich bin sehr angetan von dem Engagement, das man hier an der Kosegartenschule in Wolgast entwickelt hat. Und kann das Kompliment, das mir überbracht wurde, eigentlich voll zurückgeben. Sowohl an Herrn Hämmerling als den ersten Ansprechpartner, als auch an das gesamte Kollegium dieser Schule. An Frau Baum, die vor einem Vierteljahr als Herr Kosegarten hier auftrat. An die Schüler, die sich sehr intensiv mit dem Leben und Wirken Kosegartens auseinandergesetzt haben. 62 Komponisten seinerzeit, des 19. Jahrhunderts in erster Linie, haben 129 Kompositionen geschaffen. Also Herr Kosegarten war schon. Die Zukunft dieser Schule liegt in der Tradition auch der Pflege des Namens Kosegarten. Es ist die zweite Büste, die jetzt aufgestellt ist, aber eigentlich die erste, die einen dauerhaften Platz hat. Ein Kompliment an Wolgas und auch herzlichen Dank an Frau Götzschmann, meine Damen. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie es geht. Auf Wittow im Jahre 1792 dieser hiesigen Schule. Stadt Wolgast so einen Tag, den 250. Geburtstag von Gotthard Ludwig Kosegarten, so begeht. Das bringt auf der Welt kein Ort fertig. Und ich muss sagen, wo immer ich auf der Welt bin, werde ich an Kosegarten denken. Ich verdanke ihm sehr viel. Nicht nur, dass ich sein Grab in Altenkirchen vorfand. Ich fand ihn so interessant, dass ich denke, seine Schriften sind es wert, wieder ins Bewusstsein zu kommen. Ja. Und deshalb finde ich es sehr, sehr schön, dass das hier gemacht wird. Ich stehe jetzt hier vor den Tafeln, die Grübesmühlen auch darstellen, wo der Vater Pastor war. Hier ist das Leben und Wirken Kosegarten selbst bedacht worden. Hier ist der Auszug aus dem Taufregister. Er ist als Gotthard Ludwig geboren, das steht im Taufregister. Irgendeiner, entweder er selbst oder sein Vater, aber wahrscheinlich er,
hat vielleicht über Gotthard, ich weiß jetzt nicht genau, ob es genau über Gotthard ist, Theobul geschrieben, und das ist die Vergriechung, aber auch nicht ganz richtige Vergriechung des Namens Gotthard. Er selbst hat sich als Dichter, aber als Ludwig Theobul benannt. Er ist in Grevesmühlen als Gotthard Ludwig geboren und in Altenkirchen als Ludwig Gotthard begraben. So. Hier in Altenkirchen, seiner ehemaligen Wirkungsstätte und seiner letzten Ruhestätte, soll ein Museum entstehen, das die Ausstellung von Eckart Redersborg beherbergt.